Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Wir haben hier das Spiel Fantastic Factories ausgebreitet, möchte ich mal sagen. Und wie immer starten wir erstmal mit den Rahmendaten. Fantastic Factories ist ein Spiel für 1 bis 5 Spieler ab 12 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 45 bis 60 Minuten angegeben. Ist auf Deutsch bei Strohmann Games erschienen, kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 39 Euro. Und die Autoren sind Joseph Z. Chen und Justin Faulkner. Ich sehe es auf dem Kopf, von daher bitte ich das zu entschuldigen, falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Ich sitze hier, hallo, und da ist die Schrift und ich sehe sie auf dem Kopf, von daher. Wenn ich das falsch ausgesprochen haben sollte, bitte ich zu entschuldigen. Und dann starten wir einfach mal mit dem Spielmaterial im Spielaufbau. Wir haben das Spiel jetzt hier schon für 2 Personen aufgebaut, nicht aufgespielt. Jeder Spieler bekommt ein sogenanntes Hauptquartier, was er vor sich auslegt, sucht sich eine Spielerfarbe aus und bekommt in seiner Spielerfarbe 4 Würfel. Dann bekommt man schon mal eine Übersichtskarte. Da habt ihr auf der einen Seite den Rundenablauf, auf der anderen Seite so eine Legende drauf. Dann bekommt man als Startkapital schon mal 2 Energie und einen Metallmarker, den man hier hinlegt. Genau, die restlichen Marker, Metall und Energie, werden schon mal bereitgelegt. Auch die Warenmarker, die gibt es als Zweiermarker und als Einermarker, werden auch bereitgelegt. Jeder Spieler bekommt außerdem schon 4 zufällige Baupläne. Die Bauplankarten mischt ihr nämlich zu Spielbeginn. Wie gesagt, dann bekommt jeder Spieler schon mal 4 zufällige Handkarten davon auf die Hand. Und dann werden hier auch schon mal 4 Bauplankarten offen in die offene Auslage gelegt. Die Unternehmerkarten mischt ihr auch. Auch davon legt ihr 4 offen aus. Und oberhalb dieser Unternehmerkarten werden zufällig diese 4 Werkzeugmarker platziert. Die Werkzeugmarker bleiben da dann auch das ganze Spiel überliegen. Das heißt, wenn man sich immer so einen Unternehmer wegnimmt, wird der Werkzeugmarker nicht weggenommen, sondern da wird einfach dann ein neuer Unternehmer dann nachgefüllt. Die Bedeutung erklären wir euch dann nochmal. Außerdem gibt es hier noch weiße Würfel, 8 Stück an der Zahl. Auch die werden hier im allgemeinen Vorrat schon mit bereitgelegt. Und der Spieler, der als letztes ein Werkzeug in der Hand hatte, bekommt den Startspielermarker. Das ist eigentlich eher tendenziell. Pauschal wäre ich das da. Ich weiß gar nicht, wer das letzte Spiel verloren? War ich das nicht sogar? War das das mit dem Gleichstand? Da hätte ich gewonnen gehabt. Nee, das letzte habe ich verloren. Da haben wir nochmal danach gespielt. Das hast du verloren. Das habe ich verloren. Das habe ich mit einem Punkt Unterschied verloren. Dann bist du der Startspieler in diesem Spiel. Okay, dann vielleicht einmal ganz kurz, worum geht es? Es geht natürlich wie bei vielen Spielen darum, die meisten Siegpunkte zu erlangen. Wie können wir Siegpunkte bekommen? Zum einen, wir bauen nachher auf unserem Firmengelände verschiedene Gebäude und die haben hier oben einen sogenannten Prestigewert und das sind Siegpunkte am Spielende. Und wir können auch Waren produzieren und jede Ware ist ein Punkt wert. Also am Spielende werden wirklich nur die Punkte auf den gebauten Karten auf unserem Firmengelände gezählt, hier die Prestigepunkte und die Waren, die wir dann bei uns ausliegen haben, die wir produzieren konnten. Dann vielleicht einmal ganz kurz zu den Karten, einmal im Überblick. Ihr habt hier oben immer den Namen der Karte, hier oben links seht ihr immer die Kosten, das heißt, wenn ihr diese Karte bauen wollt, was ihr dafür bezahlen müsst. Zum einen ist hier immer so ein Symbol drauf, das heißt, ihr müsst, wenn ihr eine Karte ausspielen wollt, eine gleiche Karte mit diesem Symbol, ich sage jetzt mal, ich möchte die Batteriefabrik gerne bauen, dann lege ich die vor mir aus in mein Firmengelände. Dann muss ich aber auch, hier ist so ein Schraubenschlüssel, ist es jetzt wohl, ne? Ja. Das ist ein Schraubenschlüssel, so ein Schraubenschlüsselsymbol drauf. Das heißt, ich muss eine Karte mit dem Schraubenschlüsselsymbol auf den Ablagestapel legen. Das heißt, den muss ich aus meiner Hand abgeben, diese Karte. Außerdem muss ich die angegebenen Ressourcen zahlen, was hier in dem Moment 2 Metallmarker und ein Energiemarker ist. Hier auf der rechten Seite, hatte ich ja schon gesagt, sind die Prestigepunkte. Das heißt, was bringt mir dieses Gebäude am Spiel eine Physikpunkte? Und hier unten ist immer der Effekt des jeweiligen Gebäudes. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Gebäudearten. Es gibt zum einen diese blauen Gebäude, das sind die sogenannten Produktionsgebäude. Die produzieren Waren. Waren, hatte ich ja schon gesagt, sind nachher am Spielende 1:1 Siegpunkte. Das heißt, das wären jetzt 2 Siegpunkte. Es gibt diese lilanen Gebäude, das sind Spezialgebäude, die haben Spezialeffekte. Es gibt diese grauen Gebäude, die bringen jetzt so im Spielverlauf selber keinen Effekt. Bringen aber am Spielende ein paar mehr Siegpunkte, sage ich jetzt mal so. Dieses bringt einem sogar, dieser Obelisk, dann 2 Punkte. Dann gibt es noch die roten Gebäude, das sind die sogenannten Trainer. Das heißt, damit können wir unsere Würfel, das sind nämlich im Spiel hier die Arbeiter, trainieren. Das heißt, damit können wir Würfelwerte dann letztendlich verändern. Und es gibt noch die sogenannten Versorgungsgebäude, das sind diese gelben Gebäude oder vielleicht auch leicht orange, könnte man sagen, weil eher gelb, ne? Die produzieren die Ressourcen wie Metall und Energie. Dann haben wir hier oben noch die Unternehmer, die können wir im Spielverlauf auch anwerben. Die bringen immer einen bestimmten Effekt und diesen Effekt lösen wir dann sofort aus und danach kommt der Unternehmer dann letztendlich dann aus dem Spiel.
Und bei den Unternehmern muss man noch darauf achten, wenn man sich die wegnimmt. Also zum einen, wenn ich mir so einen Unternehmer hier nehme, muss ich in dem Moment eine Handkarte mit dem Symbol ablegen, wie über dem Unternehmer liegt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Unternehmer mir nehmen wollen würde, dann müsste ich eine Handkarte mit diesem Symbol, mit dem Hammer-Symbol, auf den Ablagestapel legen. Außerdem haben einige Unternehmer, wenn ich sie mir nehme, auch noch manchmal Energiekosten, die ich dann bezahlen muss, wie zum Beispiel der Bauleiter. Dafür muss ich zusätzlich dann auch noch 2 Energie dann bezahlen, wenn ich mir den nehmen wollen würde. Ja, und so spielen wir halt letztendlich so lange, bis ein Spieler, ich sag mal, 12 Waren vor sich ausliegen hat, 12 oder mehr Waren, oder bis ein Spieler 10 oder mehr Gebäude hier vor sich gebaut hat. Dann wird das Spielende eingeläutet, das heißt, die aktuelle Runde wird noch zu Ende gespielt und dann folgt noch eine komplette weitere Runde. Und dann wird geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte. Wie gesagt, was habe ich hier an Gebäuden gebaut mit Prestigepunkten, die werden zusammengezählt. Und die Waren geben mir auch jeweils dann einen Punkt. Also hier, das wären dann nochmal 2 Punkte. Und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei einem Gleichstand würde man gucken, wer hat einen Metallmarker. Gibt es auch da noch einen Gleichstand? Würde man gucken, wer hat einen Energiemarker? Gibt es auch da einen Gleichstand? Würde man gucken, wer hat noch mehr Handkarten, also mehr Baupläne auf der Hand? Und gibt es da dann noch einen Gleichstand? Gibt es mehrere Sieger? Gut, und wie spielen wir? Eine Runde besteht immer aus 2 Phasen. Als erstes kommt immer die Marktphase. Die Marktphase wird in Spielerreihenfolge gespielt. Das heißt, der Startspieler beginnt und darf sich hier aus der offenen Auslage, wichtig, in der Marktphase darf man sich immer nur eine Karte hier aus der offenen Auslage nehmen. Entweder einen Bauplan oder einen Unternehmer. Die genaueren Regeln zum Nehmen erklären wir gleich nochmal. Wenn das alle gemacht haben, das heißt, jeder hat sich entweder einen Bauplan kostenlos auf die Hand genommen oder einen Unternehmer angeworben, indem er eine Handkarte mit dem Symbol darüber abgelegt hat, den Effekt des Unternehmers ausgeführt hat und eventuell noch, wenn der Unternehmer, wie gesagt, noch Energiekosten haben möchte, die Energie abgegeben, die Energiemarke abgegeben. Wenn das alle gemacht haben im Uhrzeigersinn, dann erfolgt die Arbeiterphase. Und in der Arbeiterphase, die läuft dann gleichzeitig ab. Da würfeln wir dann unsere Würfel, dann platzieren wir die Würfel, das sind die Arbeiter. Wir können Karten bauen und wir können unsere Karten auch aktivieren. Am Ende jeder Runde muss man dann immer noch gucken. Man darf nicht mehr als 12 Ressourcen haben. Ressourcen sind die Energiemarker und Metall, also insgesamt von den beiden Markern zusammen darf man nicht mehr als 12 haben, also maximal 12 darf man haben, darüber hinaus müsste man abgeben und man darf maximal 10 Handkarten haben, am Rundenende darüber hinaus müsste man die Handkarten dann auch abwerfen. Und dann würde man natürlich gucken, ob vielleicht das Spielende eingeläutet wird, das heißt, hat ein Spieler 12 oder mehr Waren bei sich ausliegen oder hat ein Spieler 10 oder mehr Gebäude vor sich ausliegen, dann würde wie beschrieben das Spielende eingeleitet werden. Und ansonsten spielt ihr Runde für Runde weiter und am Ende jeder Runde wird auch der Startspielermarker dann weitergegeben. So, und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal und zeigen euch das Genauere dann im Spielablauf. Das heißt, jetzt geht's los mit der Marktfolge. Mit der Marktphase in Spielerreihenfolge. Genau. Das heißt, ich fange an. Gut, dann starte ich mal. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, als aktiver Spieler, weil ich jetzt vor Michaela dran bin, eine Energie oder ein Metall zu bezahlen, um hier abzuräumen. Das heißt, ich könnte eines von den beiden Ressourcen, sage ich mal, bezahlen, könnte hier die Person abräumen oder ich könnte die Baupläne abräumen. Beide zusammen darf ich nicht. Also ich kann nicht 2 Ressourcen abgeben, um alles abzuräumen. Das darf ich nicht. Ich darf nur eine Reihe abräumen. Wenn Michaela dran ist, kann sie das genauso machen. Ich starte jetzt hier mal ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht ganz kurz noch wichtig, das muss man auch machen, bevor man sich eine Karte aus der Reihe nimmt. Das heißt, nicht hinterher, sondern das kann man immer noch machen, bevor man sich eine Karte nimmt. So, und ich starte jetzt eher ungewöhnlich, liebe eher ungewöhnlich. Ich hole mir einen Investor. Der Investor liegt hier unter diesem grünen Symbol, unter dem Schraubenschlüssel. Der kostet nichts. Hier oben wären ja sonst Kosten, was man an Energie noch abgeben muss. Ich muss nur eine Karte abgeben, die entsprechend dieses grüne Symbol oben in der Ecke hat. Kommt auf den Ablagestapel. Ich kriege dann erstmal diesen Investor. Und da steht es drauf, ziehe einen Bauplan. Das heißt, ich ziehe einen vom Verdeckten und dann erhalte Metall und Energie entsprechend der Baukosten dieser Karte und lege dann die gezogene Karte wieder auf den Ablagestapel. Der kommt raus, den darf man nur einmal benutzen. Hier wird gleich nochmal aufgefüllt. Ich ziehe mir jetzt diese Karte. Ohohoho. Und die ist total genial. Und da ist kein Limit drauf, glaube ich. Ne? Nein, Kopf. Ich habe hier einen total coolen Megalithen. Und der bringt mir 5 Metall und 2 Energie. Herzlichen Glückwunsch. Na, ich habe gewonnen. Ja, die hast du dir doch zu oberst gerade. Du hast doch alles aufgebaut hier. Ich bin da. So, dann wird hier entsprechend nachgefüllt.
Ach, da kommt noch eine Investorin. Das war jetzt nicht der Plan. Schade eigentlich. Naja, ob das nun so viel bringt, weiß ich ja nun nicht. Ah, herrlich. So, das war meine Phase, Marktphase. Genau, Marktphase, wie gesagt, in Spielereihenfolge, was Christian schon gesagt hat. Entweder man zahlt zuerst ein Metall oder einen Energiemarker und darf eine dieser beiden Reihen komplett abwerfen und neu auslegen. Danach sucht man sich dann eine Karte aus, entweder eine Bauplankarte oder eine Unternehmerkarte. Und dann ist der nächste Spieler dran und ich muss jetzt mal ganz kurz hier einmal gucken, was ich überhaupt machen möchte, was mich denn hier überhaupt so interessiert. Ach, weißt du was, ich glaube, diese Karte möchte ich die behalten. Weil wenn man jetzt hier so eine Bauplankarte sich nimmt, nimmt man sich logischerweise entweder eine, die man gerne bauen möchte, oder eine, die man braucht, weil man vielleicht eine andere Karte ausspielen möchte und dafür noch nicht das entsprechende Symbol dann auf der Hand hat. Ich mache das einfach mal. Ich nehme mal diese Karte hier auf, dann wird auch entsprechend aufgefüllt. Die Bauplankarte nimmt man sich umsonst auf die Hand. So, jeder hat jetzt seine Marktphase durchgeführt. Das heißt, jetzt kommt die Arbeiterphase. Das läuft jetzt gleichzeitig ab. Das heißt, alle würfeln ihre Würfel und können jetzt in beliebiger Reihenfolge diese Würfel einsetzen, also als Arbeiter verwenden, in beliebiger Reihenfolge Karten spielen. Und wenn man eine Karte gespielt hat, die entsprechend bezahlt hat, kann man natürlich den Effekt, der unten drauf ist, bei so einer gespielten Karte auch sofort aktivieren. Was auch noch wichtig ist, wenn man eine Karte ausspielt, man darf niemals die gleiche Karte mit dem gleichen Namen mehrfach in der Auslage haben. Seine steht explizit auf den Karten drauf, wie zum Beispiel bei einem Obelisken, den Michaela gerade in der Hand hat. Aha, da darf man mehrere von haben. Genau, ansonsten darf man jede Kartenart nur einmal bauen. Ja. Und auch das Aktivieren dieser Karten, jede Karte darf man maximal einmal in einer Runde aktivieren. Genau, und wir fangen jetzt trotzdem mal nacheinander an, damit ihr das nicht so durcheinander seht. Und zwar gibt es jetzt Besonderheiten. Und zwar oben bei Michaela, das ist Forschung, wenn ich hier Würfel platziere, kriege ich pro eingesetzten Würfel vom verdeckten Stapel einen Bauplan. Hier unten kann ich einsetzen 1, 2, 3er Werte. Ganz kurz noch, hier darfst du jede beliebige Würfelzahl einsetzen. Also genau. Jede beliebige Würfelzahl. Und da ist die Zahl auch vollkommen egal. Also wenn ich hier eine 6 einsetze, kriege ich trotzdem nur einen Plan und ich kriege keine 6 Pläne. Das ist jetzt hier in der Mitte beim Generator anders. Da kann ich Würfel einsetzen mit Wert 1, 2, 3. Und die Summe der Würfel, die ich hier eingesetzt habe, das kriege ich an Energie. Das soll also heißen, wenn ich 1, 2, 3 einsetze, würde ich zum Beispiel 6 Energie bekommen. Bergwerk funktioniert wieder wie hier oben bei der Forschung. 4, 5, 6er Würfel dürfen dort eingesetzt werden. Also egal. Nicht ganz so, weil hier oben darfst du ja jeden beliebigen Würfel ja, deshalb einsetzen. Sage ich ja 4, 5, 6er. Aber der Effekt ist, pro Würfel kriegt man halt eben ein Metall, losgelöst von dem Wert des Würfels. Und dann eine Besonderheit, das steht hier an der Seite, wenn ich ein Pasch einsetze, kriege ich... Ich mache das mal ganz kurz, das war eine 3, das merke ich mir mal. Ach, du hast es da, ja, dann muss man bei dir. Also, wenn man einen Pasch einsetzt, kriegt man halt eben ein mehr. Das heißt, ich packe die 2 hier oben rein, würde ich ja normalerweise jetzt 2 Karten vom Nachziehstapel bekommen. Da es ein Pasch ist, kriege ich noch eine Karte mehr. Hätte ich sogar einen Drilling, dann würde ich noch eine Karte mehr kriegen. Also, wenn ich einen Drilling hier oben einsetze, kriege ich insgesamt sogar 5 Karten. Genau, und das mache ich sogar. Ich setze mal die 2 hier ein, das heißt 2 sowieso plus Pasch-Bonus, das heißt ich kriege 1, 2, 3 Karten. Und diesen Pasch-Bonus gibt es auch überall, das heißt sagen wir jetzt mal so, ich hätte hier 2 Zweier, hier würde ich jetzt für 2 Zweier grundsätzlich, weil hier beim Generator bekomme ich ja entsprechende Augenzahl Energie, das heißt ich würde 4 Energie bekommen, bei einem Pasch bekomme ich immer 1 plus 1 extra, bei einem Drilling bekommt man immer plus 2 extra. Hier unten dürfte ich ja, also das war ja eine 3, sagten wir. Hier unten könnte ich jetzt ja zum Beispiel nur die 6 einsetzen. Hier würde ich in dem Fall dann ein Metall bekommen. Hätte ich jetzt hier 2 Sechsen liegen, würde ich hier 2 Metall bekommen. Plus, weil es ein Pasch ist, ein Metall extra. Hätte ich hier sogar 3 Sechsen liegen, würde ich 3 Metall bekommen. Plus 2 extra. So, ich glaube, das war jetzt so. Genau. Und jeden Würfel kann man auch nur einmal verwenden. Das heißt, diese Würfel hat Christian jetzt hier eingesetzt in seinem Hauptquartier. Die kann er jetzt nicht noch für irgendwas anderes dann verwenden. Genau. Möchtest du deinen Zug erstmal zu Ende machen? Ich mache den einmal durch, genau. Und jetzt könnte ich halt eben die Würfel weiter einsetzen, um irgendwelche Ressourcen zu generieren. Aber ich kann auch zwischendurch einmal bauen und das mache ich. Ich hole mir jetzt einmal hier das Aluminiumwerk. Das heißt, ich muss hier so eine Karte abgeben, wo eine Schaufel drauf ist. Dieses Symbol, dieses rosafarbene, das habe ich hier. Kommt aus dem Ablagestapel. Oh, kein Mensch. So, und dann muss ich halt eben noch die Kosten bezahlen. Das heißt, aus meinem unendlichen Vorrat packe ich 2 Metall und 2 Energie weg. Und dann kann ich das Ding von mir auslegen. Aluminiumfabrik hat einen Effekt. Hier sieht man halt eben 2 Felder. Das heißt, ich kann oder ich muss 2 gleiche Zahlwürfel, also 2 Würfel mit der gleichen Zahl hier einsetzen. Muss noch zusätzlich 5 Energie bezahlen. Kriege dann aber
zwei Siegpunkte, also sprich zwei Waren und ein Metall. Und wie gesagt, jedes Gebäude kann maximal einmal gebaut werden, außer die Karte erlaubt etwas anderes. Und jede Karte kann auch maximal einmal aktiviert werden. Bei diesen Karten, wo jetzt hier Würfelsymbole drauf sind, sieht man das ganz gut. Das heißt, da würden jetzt, ja, ich mache mal aus deiner 3 ganz kurz mal eine 1, wenn Christian es aktiviert hätte, würden da die Würfel drauf liegen. Daran kann man sehen, diese Karte ist jetzt einmal in der Runde aktiviert worden. Es gibt aber auch Karten wie zum Beispiel... Was war das, eine 3? Ja, okay. Wie zum Beispiel diese hier, die braucht jetzt keine, wenn ich die gebaut hätte, braucht die keinen Würfel, um die zu aktivieren, sondern ich müsste einfach viel Energie abgeben und würde dafür eine Ware bekommen. Und da sagt man, man kann die Karten so leicht nach oben schieben, weil jede Karte, wie gesagt, nur einmal aktiviert werden darf. Also ich mache jetzt weiter, ich packe noch eine 1 hier oben in die Reihe, das heißt, ich kriege noch eine Karte vom Nachziehstapel. Ihr seht also, man kann das in beliebiger Reihenfolge machen. Und Christian hätte jetzt, wenn er hier einen Pasch gehabt hätte, also zwei gleiche Würfel oben gehabt hätte, hätte er natürlich diese Karte auch noch aktivieren können. So, und dann baue ich nochmal. Das heißt, ich hole mir jetzt einen Golem. Der Golem hat oben ein blaues Symbol und kostet 4 Metall. Mhm. Effekt ist, ich muss Energie abgeben und zwar erhalte für diese Runde einen zusätzlichen Würfel. Zusätzliche Würfel sind die weißen. Mit dem Wert X, das heißt also je nachdem, wie viel Energie ich abgebe, das ist dann der Wert des Würfels, den ich mir entsprechend nehmen kann. So, ich packe den einmal hin. Das heißt, ich muss jetzt einmal noch ein blaues Symbol abgeben und ich muss 4 Metall abgeben. Und Christian könnte jetzt sogar noch diese Karte aktivieren. Das heißt, er könnte 2 Energie abgeben. Dann schiebt er die Karte leicht nach oben und würde dann einen zusätzlichen Würfel mit einem Wert von 2 bekommen. Genau, aber das will ich jetzt momentan nicht. Ich packe jetzt hier meine 3 noch da rein. Das heißt, ich kriege noch 3 Energie. Und das war dann mein Zug. Okay, dann bist du ja schon fertig. Ich gehe mal mit meiner 6 hier unten rein. Das heißt, Bergwerk, 4, 5, 6er Würfel darf ich da unten platzieren. Egal, welche Augenzahl der Würfel hat, ich bekomme für jeden Würfel, den ich hier unten platziere, einen Metallmarker. Vielleicht auch mit dem Paschbonus ein extra oder mit dem Drillingbonus 2 extra. Mehr kann ich da jetzt momentan nicht machen. Dann gucke ich mal ganz kurz auf meine Hand. Gerade eben hatte ich irgendwas vor. Und zwar baue ich jetzt hier mal... Ich baue mal die Batteriefabrik, gebe die mal zur Seite. Da muss ich jetzt erstmal eine Karte mit so einem grünen Symbol, mit so einem Schraubschlüssel abgeben. Das sind die Kosten. Außerdem muss ich noch 2 Metall bezahlen und eine Energie. So, das war schon mal das. Und dann machen wir doch noch mal ein bisschen Produktion. Hier beim Generator kriege ich ja entsprechend Energie der Augenzahl. Das heißt, ich bekomme hier 5 Energie. Dankeschön. Dann aktiviere ich doch gleich einmal meine Batteriefabrik. Ja, ist ein bisschen blöd, die jetzt nach oben zu schieben. Ja, sieht gar nicht, wo sie ist. Ich merke es mir. Ich merke es mir auch. Ich gebe hier einmal 4 Energie ab. 1, 2, 3, 4. Und dafür darf ich mir jetzt eine Ware nehmen. Man sagt, man soll das erstmal auf die Karte legen. Dann sieht man damit auch, dass diese Karte letztendlich dann jetzt in dieser Runde gebraucht wurde. Also ist die jetzt auch entsprechend dann schon mal markiert. So, jetzt muss ich noch mal einmal ganz kurz schauen, was ich mit meiner 1 mache. Mit meiner 1 werde ich hier oben drauf legen. Das heißt, ich darf mir hier auch noch mal eine Karte vom Nachziehstapel nehmen. Auch ganz wichtig, wir hatten ja gesagt, in der Marktphase dürft ihr euch grundsätzlich nur die offenen Karten, also dürft ihr davon nur grundsätzlich was nehmen. In der Arbeiterphase darf man immer nur vom Nachziehstapel dann letztendlich nehmen. So, wenn alle das durch haben, wird jetzt am Ende halt noch geprüft, das Limit. Hat man mehr als 12 Ressourcen? Habe ich nicht, von daher muss ich keine Ressourcen abgeben, also Metall und Energiemarker zählen als Ressourcen. Hat man mehr als 10 Handkarten, müsste man das Überschüssige auch entsprechend abgeben. Und hat vielleicht einer schon die Spielendbedingungen, sprich 12 oder mehr Waren oder 10 oder mehr Gebäude hier schon seine Auslage, dann würde die aktuelle Runde zu Ende gespielt, noch eine letzte Runde gespielt werden und dann wäre das Spiel vorbei. Haben wir aber nicht. Von daher Startspielerwechsel, Startspieler kommt zu mir. Wir nehmen hier unsere Würfel einmal alle einmal zurück. Und dann geht es mit einer neuen Runde los. Gut, dann geht die neue Runde jetzt wieder mit der Marktphase los, wieder in Spielerreihenfolge. Das heißt, ich könnte jetzt als aktiver Spieler, könnte ich jetzt entweder eine Energie oder ein Metall abgeben, um eine dieser beiden Reihen komplett abzuräumen und zu erneuern, bevor ich mir eine Karte aussuche. Das mache ich aber nicht. Und jetzt könnte ich mir entweder wieder einen Unternehmer anwerben, wie gesagt, Kosten mit in Form von Karten bezahlen, je nachdem, welchen man sich nimmt, muss man gucken, welches Symbol als Karte man abgeben muss, vielleicht noch eventuell Energiekosten. Aber ich nehme mir mal für umsonst hier einen weiteren Bauplan auf die Hand. Dann bin ich schon wieder durch mit der Marktphase und Christian ist dran. Krass, das ging schnell. Mhm. Meine Güte. Ich nehme mir nochmal meinen Warenmarker, weil die habe ich jetzt ja für die nächste Runde wieder frei. Nehme ich mal runter von der Batteriefabrik. Ich gehe hier nochmal auf Investor. Passende Karte habe ich mit dem entsprechenden grünen Symbol. Zack,
dann kann ich die hier entsprechend hinlegen. Ich ziehe wieder eine verdeckte. Das war aber jetzt schwach. Und ich kriege ein Metall und ich kriege zwei Energie. Und die kommt auch auf den Ablagestapel. Kann ja nicht immer so laufen, ne? Verdammte Axt. Ja. Dieser Bauleiter würde jetzt zusätzlich noch zwei Energie kosten. So, dann kommen wir wieder in die Arbeiterphase. Das heißt, wir würfeln und führen gleichzeitig unsere Züge aus. Ich fange jetzt einfach mal an. So doll sieht das nicht aus, aber ich mache jetzt mal das, was ich vorhatte. Ich lege mal die beiden Würfel hier unten rein. Vierer, Fünfer und Sechser darf ich da reinlegen, bekomme dafür zwei Metall. Dann würde ich doch mal als nächstes hier das Betonwerk bauen wollen. Dafür muss ich eine Karte mit so einem Spatensymbol ablegen und weiterhin noch zwei Metall und zwei Energiemarker abgeben. Das war schon mal das. Und dann gucke ich noch mal ganz kurz hier, das legen wir mal dahin. Das heißt, ich nehme mir dafür noch mal drei Energie. 1, 2, 3. Und für den Einer hole ich mir hier oben noch mal eine Karte. Und dann bin ich schon wieder fertig. Mehr hast du nicht drauf? Nee, mehr habe ich nicht drauf. Jetzt kommt wieder so ein Massigzug. Ich benutze als erstes den Golem. Ich gebe zwei Energie ab. Darf mir hier einen weißen Würfel mit dem Wert 2 nehmen. Ich nehme dann diese zwei Würfel, packe die hier oben rein, bekomme, weil es ein Pasch ist, entsprechend drei Karten vom Nazi-Stapel. Okay, dann machen wir weiter. Dann nutze ich mal hier die zwei gleich in meinem Aluminiumwerk, 2 5. Jetzt muss ich noch zusätzlich 5 Energie abgeben. Das ist toll. Ja, jetzt kannst du nicht alles haben im Leben. Die muss ich bezahlen, kriege dafür aber auch 2 Siegpunkte. Also packe ich mal dahin. Und ich kriege ein davon. So, weiter geht's. Was wollen wir denn noch machen? Dann hole ich mir nochmal die Zeitarbeitsfirma. Die kostet einen Metall und ich muss so ein Ding abgeben. Ich gebe einen Obelisken ab, der um das blaue Symbol. Zack, und Effekt, wähle ein oder mehrere nicht benutzte Würfel, Arbeiter und Würfel nochmal. Dann musst du aber mit der Energie abgeben, ne? Das kostet Energie. Oh, das kannst du gar nicht bezahlen. Das kostet Energie. Natürlich. Verdammte Axt. Das kostet Axt. Wie immer das, was links vom Pfeil steht. Schade, sehr, sehr schade. Für umsonst gibt Von es das. Von daher packe ich den da oben rein und nehme mir noch eine Karte. So, ich bin fertig. Das war ja ganz schwach. Okay, dann gucken wir wieder auf unser Limit. Hat einer mehr als 12 Ressourcen? Nein. Hat einer mehr als 10 Karten? Das Spielende ist auch noch nicht erfüllt. Von daher, Startspieler wechselt wieder und es geht los mit der Marktphase. Bei Christian, was möchtest du denn Schönes haben? Ich muss das keine Investoren den, da leider ich für muss dich. Das erstmal hier so auf dem Kopf alles so. Ich nehme einfach mal den hier. Dann nehmen wir den mal auf dem hin. Und ich mache hier mal, ich gebe mal die Solaranlage ab. Ich möchte nämlich ganz gerne den Elektriker haben. Da steht jetzt drauf, was nimmst du dir schon was? Das sind deine. Erhalte 5 Energie, wähle einen Mitspieler, der 2 erhält. Ich wähle gar keinen Mitspieler. Nimmst du Dirk? Ich nehme gar keinen Mitspieler, der 2 Energie erhält. Ich möchte nämlich nicht, dass mein Mitspieler 2 Energie erhält. Aber da komme ich wohl nicht drum. So, dann kommen wir wieder in die Arbeiterphase. Oh, ich habe auch noch 2 gleiche Würfel. Das ist doch mal schön. Oh, das ist aber teuer. Das hier bei der Produktion bedeutet jetzt, wenn ich jetzt hier, ich muss da 2 gleiche Würfel drauflegen, aber dann muss ich auch noch Metall in der Höhe eines Würfelwertes abgeben. Das heißt, ich müsste 4 Metall abgeben, um dann 2 Waren zu bekommen. Da sind natürlich ein Einserpasch dann ein bisschen interessanter. Habe ich aber jetzt leider nicht. Von daher war das nichts. Ich mache mal hier. Ich bin Startspieler. Ja, wir können das ja gleichzeitig machen. Ach, jetzt machen wir es gleichzeitig. Das ist ja wieder. Ich packe den hier unten rein, kriege Metall. Ich habe hier unten Pasch. Das heißt, ich bekomme erstmal für jeden Würfel ein Metall plus als Pasch bonus einen dazu. Das heißt, ich bekomme insgesamt 3 Metall. Dann aktiviere ich mal diese Karte hier, da zahle ich mal 4 Energie und darf mir dafür einen Warenmarker nehmen. Da ist die schon mal aktiviert, das heißt, die darf ich nicht nochmal aktivieren, die Karte. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz eben gucken, dann baue ich doch nochmal hier den Obelisken. Drängeln Sie sich einfach vor, da muss ich, genau, da muss ich jetzt, oh, ich könnte auch den da bauen, das Fulfillment Center, aber ich mache den Obelisken oder das Fulfillment Center? Ah, das ist jetzt so eine Frage. Ich mache hier das Fulfillment Center. Ich baue das hier. Entschuldigung, dafür muss ich den Obelisken abwerfen. Der hat nämlich dieses Hammer-Symbol da oben. Und dann muss ich noch 2 Metall bezahlen und 1 Energie. So, möchtest du erstmal was machen? Ja, ich fahre ja die ganze dann Zeit. Mach mal. Ich benutze als erstes den Golem. Ich gebe 2 Energie ab und kriege dafür einen weißen Würfel mit 2. Dann nehme ich hier die 2 Stück hier bei Energie rein. Das heißt, ich kriege 5. Mhm. Also ich habe unterm Strich jetzt 3 plus gemacht. Mhm. So, das ist das eine. Dann
Hatte ich vor, dann hole ich mir so eine Veredelungsanlage. Das ist einmal der Spaten, den ich passend abgeben muss. Dann muss ich hier zwei Metall abgeben und ich muss ein Energy abgeben. Zack. Und dann machen wir weiter. Wir können einmal ganz kurz gucken. Das ist hier so eine Verbrennungsanlage. Hier könnte Christian jetzt eine Karte aus seiner Hand ablegen und ein Metall und würde dafür dann insgesamt 6 Energie bekommen, wenn er die Karte aktiviert. Wie gesagt, jede Karte darf nur einmal pro Runde aktiviert werden. So, den setze ich hier unten ein. Das heißt, ich kriege ein Metall. Dann benutze ich diese Geschichte. Das heißt, ich lege eine Karte ab. Da ist es auch egal, was für ein Symbol hier oben hat. Ich gebe das Metall, das ich gerade gekriegt habe, ab. Und ich kriege 6 Energie. Ich mache mal meine beiden letzten Würfel hier oben rein. Für jeden Würfel hier oben in der Forschung bekomme ich eine Karte vom Nachziehstapel. So, dann bin ich auch schon wieder durch. Das heißt, ich könnte vielleicht noch eine Karte bauen, aber nö, passt nicht. Ich habe gar die Symbole dafür. Hätte ich nicht, dass ich das Symbol entsprechend bezahlen könnte für die Karte, die ich bauen möchte. Ich benutze mal die Zeitarbeitsfirma, ich gebe Energie ab, würfel nochmal. Ein bisschen Zocker muss ja dabei sein. Dann, das ist nicht das, was ich haben wollte. Packe ich den da rein und kriege noch eine Karte. So, ich habe keine 10 Sachen. Ich habe 12. Auch nicht. Erstmal 12 Ressourcen. 12 Ressourcen habe ich nicht. Und 10 Karten auch nicht. Spielendbedingungen sind auch noch nicht erfüllt. Von daher Start, Spielerwechsel, Würfel wieder resetten, die Karten wieder in eine Reihe bringen. Zack, ich nehme hier mal für meine 2 Waren, nämlich mir mal so einen Zweiermarker. Und dann geht es wieder los mit der Marktphase. Ich glaube, das Auswechseln hier für ein Energie oder ein Metall haben wir so gut wie noch gar nicht so richtig gemacht. Wobei, das wäre jetzt vielleicht mal ganz interessant. Ich mache das einfach mal. Ich gebe mal eine Energie ab, räume hier mal die komplette Bauplan. Man kann das übrigens machen, natürlich zum einen, wenn da keine Karten für einen selbst sind, die einen interessieren. Aber auch wenn man vielleicht sieht, da liegen Karten aus, die vielleicht den Gegner interessieren können oder die Gegner. Aber man darf das ja nur einmal machen. Also von daher ist man da natürlich dann auch begrenzt letztendlich. So, die Manufaktur, die nehme ich mir doch mal auf die Hand. Die finde ich ganz nett. Ich nehme dann Labor. Ja. So, dann geht es wieder los mit der Arbeiterphase. Ui, das sind aber nicht so dolle Karten. Ich brauchte eigentlich auch noch... Ah, gucke mal hier. Ich mache jetzt mal hier den Einserpasch. Den lege ich mal hier drauf, auf das Betonwerk. Das heißt, zwei gleiche Würfel plus Metall in Höhe eines Würfelwertes. Das heißt, ein Metall. Und dafür bekomme ich jetzt 2 Waren. 2 Punkte schon mal. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich nutze den Golem, gebe Energie ab und nehme mir einen Würfel. Die beiden einer Würfel packe ich auf meine Aluminiumfabrik. Muss noch 5 Energie abgeben. Zack, und bekomme als Geschenk, als Verarbeitung, 2 Waren und ein Metall. Du kriegst auch 2 Waren. Coole Geschichte, ne? Und dann nehme ich mal meine beiden Zweierwürfel hier hin. Das heißt, ich bekomme für jeden Würfel 2 Energie, weil hier die Augenzahlen stehen, also 4 Energie. Und weißen Pasch ist einen dazu, also bekomme ich da insgesamt 5 Energie. 4, 5. Ich muss mal ganz kurz eben gucken. 3, 4, 5. Ich nehme nicht so viel. Und dann nutze ich auch gleich noch wieder diese Karte. Das heißt, ich gebe 4 Energie ab. Und hole mir hier eine Ware. So, und von den anderen Karten, ich kann leider nichts mehr bauen. Ich könnte noch eine Manufaktur bauen, aber ich habe leider gar kein Metall mehr und ich habe jetzt auch keine Würfel mehr. Von daher, ich bin schon wieder durch. Warum machst du immer so wenig? Ich verstehe das gar nicht. Ich baue erstmal was. Ich baue eine Raffinerie. grünes Symbol auf der Karte gebe ich ab. Ich muss noch ein Metall abgeben. Ich gebe nochmal 3 Christian hat immer mehr Energy Gebäude ab. Als das ich. Ist dann die Geschichte gewesen. Mhm. Und dann machen wir den da unten rein. Da kriegen wir ein Metall. Und dann benutzen wir die Verbrennungsanlage. Dazu muss ich dann eine Karte aus meiner Hand. Das Metall ist nicht mehr im Bild. Ja, das geht eh gleich weg. Muss ich eine Karte aus meiner Hand abgeben und ich muss ein Metall abgeben und kriege dafür 6 Energy. Ich runde das mal grob auf. Ne? Nee, du rundest das nicht grob aus. 6 sind doch 10 kaufmännisch gerundet. Das ist aber... So, das war doch mal ganz nett. Was können wir denn noch so Schönes machen? Du könntest noch eine Karte abgeben, plus 3 Energie, um dir 3 Metall zu holen. Du hast eine ganze Menge, was du da machen kannst. Ja, ich weiß, aber ich habe so wenig Karten auf der Hand. Das ist mein Problem an das der ist Stelle. Schlecht. Du kannst ja noch Karten holen, deine Würfel. Durch die ich mache nochmal die Arbeitsfirma. Ich gebe ein Energy ab und würfel den nochmal. Das hat nicht die so viel gebracht. Ich packe die hier rein und kriege 2 Karten. Okay, dann warten wir nochmal ganz kurz ab, ob du noch was mit deinen Karten machen möchtest. Oh, gute Idee eigentlich. Du könntest ja noch was jetzt, tun. Jetzt, wo du das gerade sagst,
Du kannst jetzt deine Karten ein bisschen weiter nehmen. Gerade sagst, ja, das ist aber ich muss das ja ganz überraschen. Dann bauen wir doch einfach mal, warte mal, wir müssen das so machen. Ich nutze die Raffinerie. Ich gebe eine Karte ab, ich gebe 3 Energy ab. Zack, und kriege dafür 3 Metall. So, und jetzt habe ich 3 und 2. Das ist eine schöne Geschichte. Ich baue jetzt nochmal den Replikator. Das ist das Schaufelsymbol, das gebe ich entsprechend ab. Gehabt. Das sind dann 2 Metall, die ich abgeben muss. Und das sind dann nochmal, zack. Und jetzt... kannst du den nicht aktivieren, weil du keine Energie mehr hast. Ach, das ist aus dem Augenwinkel. Ich dachte, das wäre das gewesen. Nee. Okay, dann bin auch ich mit meinem Zug fertig. Auch ich, Angeber. So, jetzt gucken wir wieder. Hat einer 12 Ressourcen, also wenn er mehr als 12 Ressourcen hatte, müsste er abgeben. Oder 10... mehr als 10 Handkarten. Spielende ist, glaube ich, auch noch nicht eingeläutet, weil du hast 6 Gebäude erst, ja. Und 4 nur doppelt Waren, so viel wie du. Ja, ist gut. Jetzt du bekommst einen Startspielermarker, dann legen wir los mit der Marktphase, mit der nächsten. So, ich nehme aus dem Kopf, auf den Kopf den einmal. Welchen hast du jetzt genommen? Die Erntemaschine. Die Erntemaschine, okay. Ich gebe mal das Kraftwerk ab, weil ich diesen Lohnarbeiter anheuern muss. Und der kostet mich aber auch noch 3 Energy. Dann gebe ich auch noch die 3 Energy ab. Und der Lohnarbeiter bedeutet, würfel zu Beginn der nächsten Arbeiterphase 2 Würfel zusätzlich. Das heißt, ich bekomme jetzt einfach nochmal 2 weiße Würfel. Gut, hoppala, dann sind wir wieder in der Arbeiterphase und würfeln wieder alle unsere Würfel. Ich möchte auch mal in den Genuss kommen, dass ich so viele Würfel habe. Dann machen wir doch mal hier unten zuerst die 4er. Das heißt, 1, 2, 3 Metall bekomme ich. 1, 2, 3. Dann habe ich hier nochmal die. Das sind schon mal 6 plus 1 sind 7 Energy. 2, 4, 5, 7 Energie. So, dann baue ich hier mal die Manufaktur. Dafür muss ich so eine Karte mit so einem Schraubschlüssel abgeben. Habe ich. Gebe die Manufaktur ab. Die habe ich doppelt auf der Hand. Dann muss ich dafür noch 2 Metallzahlen und 3 Energie. Die habe ich dann schon mal gebaut. Der kommt da ja runter. Das war ja letzte Runde aktiviert. Dann gebe ich nochmal meine 4... Hast du schon wieder vorgedrängelt, ne? Meine 4 Energie ab. Ich mache hier einfach mal schnell. Komm in mein Leben. Habe ich die Karte hier aktiviert. Und den lege ich mal hier oben rein. Nehme mir nochmal eine Karte. Und den legen wir dann nochmal hier unten rein und nicht mehr ein Metall. Ich bin komplett fertig. Und du hast ja sowieso, du... Ja, bei mir dauert es ein kleines Moment. Ich muss das ja aussehen. Ich nutze einmal die Verkleidungsanlage. Ich muss eine Karte abgeben, meine letzte Handkarte. Und ein Metall kriege ich dafür aber auch. Krabbel. 6 Energy. Wieder kaufmännisch gerundet. Nein, nichts kaufmännisch gerundet. Hier wird nichts kaufmännisch gerundet. Sowas von. Nein. So, das ist dann die Geschichte. Dann gebe ich ein Energie ab und hole mir einen Einer über den Golem. Dann nutze ich den Replikator. Hast du Energie dafür abgegeben? Ja, klar, ein. Okay. Deshalb ist es ja ein Einer. Ja. Dann nutze ich den Replikator. Ich muss ein Energie abgeben. Ja. Benutze eine Bauplankarte im Markt. Aktivierungskosten müssen bezahlt werden. Ich nutze einmal die hier. Das dann heißt, musst ich aber brauche eine große Straße dahin legen. Eine große Straße. Ich muss eine Straße haben, nicht eine große Straße. Ich mache 1, 2, 3. Genau, die legt man da drauf. Also 1. 2, 3. Dafür kriege ich dann 2 Waren. Nicht schlecht. Das ist die Geschichte gewesen. Und dann gucken wir mal ganz kurz weiter, was wir jetzt noch Schickes machen können. So, wir sind kurz unterbrochen worden. Ich glaube, ich habe vergessen, was ich machen wollte, aber das kann nicht so wichtig sein. Ich nutze einmal... Ach nee, kann ich ja gar nicht. Verdammte Axt. Ich nutze einmal... Nee, Karten kannst du nicht mehr abgeben. Nee, aber jetzt kann ich. Ich hole mir erstmal eine Karte. Oh, die ist gut. Die müsste man eigentlich behalten, aber es ist alles ein bisschen blöd. Egal, Raffinerie, eine Karte abgeben. Ich spiele heute mal ohne Karten. Karten werden überbewertet. 3 Energie abgeben, dafür kriege ich dann 3 Metall. Damit haben wir schon eine vernünftige Ausgangslage für nächste Runde. Da muss man ja mal so ein bisschen vorbauen. Und dann nehme ich einfach die 6, packe die dahin und nehme mir wieder eine Karte. Und ich bin fertig. Ich habe keine... 12 Ressourcen, ich habe keine 10 Handkarten. Nicht mehr als 12, ne? Also von daher, wer mehr als 12 Ressourcen, mehr als 10 Handkarten hat und Spielendebedingungen ist auch noch nicht erreicht. Okay, wo ist der Startspielermarker? Ich bekomme ihn, ne? Das ist ja egal, du machst ja eher zuerst immer. Nee. Doch, tust du die ganze Zeit schon. Ich spule das Video zurück, aber hallo. In der Marktphase machen wir das dann nicht. Hier, zack, pack deinen Markt da. Dann nehme ich mir mal wieder ein 2er für aus der Kiste. Und das andere, du musst dir immer ein bisschen länger überlegen. Du brauchst dir immer ein bisschen länger. Ja, genau. So, ich nehme mal diese Karte hier auf die Hand. Bin ich schon wieder durch? Du bist schon wieder durch. Na, dann ist das ja schön für dich.
So, dann kommt wieder die Arbeitskarte. Ui, 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 ui. Zwei Sechsen. Das ist natürlich nicht so schlecht. Tja, wo legen wir die jetzt mal hin? Das ist jetzt die Frage. Bin ja sowieso wieder vor dir fertig, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch so lustig findet. Was machst du denn da? Ich spiele den Replikator. Ich muss eine Energie abgeben. Ich mache hier wieder die Straße rein. Zack, zack, sind schon mal zwei Würfel weg. Ich kriege zwei Siegpunkte. Wieso zwei Würfel? Drei Würfel sind weg. Drei Würfel sind weg. Du hast recht. Ich kann nicht mehr zählen. Das ist alles fürs vorbei. Und dann mache ich die Geschichte hier. Ich schmeiße eine Karte ab und ein davon und kriege sechs Energie. Und du kannst kurz dazwischen machen. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt habe ich nämlich wieder Ressourcen. Ja, ich habe das Problem, dass ich irgendwie keine Energie habe. Weißt du nicht? Okay, dann gehe ich hier oben rein. Da hole ich mir eine Karte. Das ist mir irgendwie zu teuer. Das war ja wieder klar. Das ist mir irgendwie zu teuer, das da reinzulegen, ehrlich gesagt. Ja, ich gehe mal hier rein mit meinem Pasch. Dann bekomme ich einmal, das bedeutet, also ein Pasch muss ich reinlegen, zwei gleiche Augenzahlen. Ich bekomme einmal eine Ware und ich kann jetzt entweder zwei Metall oder zwei Karten vom Nachziehstapel oder drei Energy nehmen. Ich nehme mal drei Energie, ich bin nämlich so energielos hier. Ganz kurz dazwischen, ich aktiviere meinen Golem, ich gebe eine Energie ab und nehme mir einen, pack den da rein und kriege noch eine Karte. Und ich spiele mal die Recyclinganlage aus. Die kostet mich erstmal eine Karte mit diesem, ich sag mal, Zahnrad und zwei Metallmarker muss ich noch abgeben. Ich spiele die Raffinerie, ich gebe eine Karte ab, ich gebe drei Energie ab und kriege dafür drei Metalle. Genau, was du alles bekommst. Das ist schon ein bisschen dazu. Ich gehe einmal hier oben rein für den Einser, nehme ich mir einmal eine Karte vom Nachziehstapel. Ich habe gleich keinen Platz mehr. Und ich gehe einmal hier rein. Produktion, das heißt, ich muss einen Viererwürfel einsetzen und ich muss zwei Energie bezahlen, bekomme dafür eine Ware. Ich gebe mal noch eine Einerware ab, dann kann ich mir so einen Zweierwarenmarker nehmen und ein Metall darf ich mir dafür dann noch nehmen. Okay, ich baue einen Obelisken, da muss ich eine Karte von der Sorte abgeben, ich muss drei Metall abgeben und ein Energie. Gut, ich bin fertig. Ich auch. Ich habe keine Karten mehr. Ich habe relativ überschaubare Ressourcen, von daher... Ressourcenanzahl wird wieder kontrolliert, Kartenanzahl wird wieder kontrolliert. Keiner von uns muss was abgeben. Spielendebedingung. Ich habe 2, 4, 6, 8 Waren, also noch nicht 12 und mehr. Und Karten. Ich habe 5 Karten, du hast 7 Karten. Das Spielende mit 10 Karten auch noch nicht erreicht. Von daher geht der Startspielermarker wieder rüber. Und du bist wieder dran. Darfst dir wieder entweder erstmal vielleicht abräumen, wenn du möchtest. Ich räume ihn nicht ab. Gegen ein Metall oder eine Energie, eine von den beiden rein. Oder du nimmst dir irgendwie. Ich nehme mir mal so einen Golem. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Du nimmst mit einem Golem, mit dem hast du gute Erfahrungen gemacht. Achso, übrigens, eine Sache noch. Man sieht hier unten auf den Karten sind so kleine, ja, Quadrate, sag ich mal. Das ist immer die Zahl, wie viel von dieser Sorte Karte insgesamt vorhanden sind. Ist das also von den Golem gibt es nur 2 und von den Obelisken zum Beispiel gibt es 5. Ist das wirklich das so? Das ist so, ja. Echt? Ja. Hast du Kleiner das, Tipp. Hast du das überprüft? Das ist so ein Insider, das ist so ein Easter Egg. Ist das. Ein Easter Egg. Passt ja auch zu Ostern, ein Easter Egg. Mhm. Ja, ich probiere mal das. Ich nehme mal die Sportfalle auf. Gut, dann kann man wieder würfeln. Ein Dreierpasch. Ui, schöne Geschichte. Ich gehe hier oben rein und nehme erstmal 3 Karten. Erstmal. Was heißt hier erstmal? Was hast du alles vor? Ich gehe mal hier unten rein. Ah, endlich. Jetzt hast du hast die Gewonnenkarte. Jetzt geht's los. Perfekt. Ich spiele einmal oder ich hole mir einmal 7 das noch. Ein Roboter. Ein Roboter muss mit Blau bezahlt werden. Das mache ich. Kostet mich ein Energie und ein Metall. Und beim Roboter ist es so, da kann ich jetzt ein Metall abgeben und kriege einen Würfel extra. Die Karte hasst Michaela, wenn ich die habe. Zack, und dann kriege ich noch einen Würfel. Ich habe hier beim Generator 2 Würfel reingelegt. Das heißt, ich bekomme einmal 6 Energie plus ein wegen dem Pasch. Das heißt, 7 Energie. 6, 7. So, und dann baue ich hier mal so ein schönes Leuchtfeuer. Von den Leuchtfeuern darf man übrigens mehr als eins bauen, denn jedes weitere Leuchtfeuer, ein Leuchtfeuer bringt 2 Prestigepunkte, das zweite bringt 3, das dritte bringt 4 und das vierte Leuchtfeuer bringt schon 5 Prestigepunkte. Also man kann insgesamt mit 4 Leuchtfeuern bis zu 14 Punkte bekommen. Dafür muss ich so eine Karte mit so einem Spaten- oder Schaufelsymbol abwerfen. Außerdem muss ich noch 2 Metall bezahlen und 4 Energie. 3, 4. 4 Energie.
So, dann habe ich noch so einen Einserwürfel. Ich gucke gerade mal, den setzen wir mal hier rein. Das heißt, ich nehme mir noch mal eine Karte. Die Karte ist auch immer sehr schön. Und dann mache ich noch mal diese Karte hier. Das heißt, ich zahle noch mal 4 Energie und hole mir hier noch mal so eine Ware. So, ich bin schon wieder komplett leer. Schon? Hast du gerade schon gesagt? Ja, du hast immer noch Würfel. Ja, ich habe ja gewartet, bis du fertig bist. So, ich packe hier zwei Zweier rein. Das heißt, ich kriege 4 plus halt eben den Paschbonus. Das heißt, ich kriege 5 Energie. 1, 2, 3, 4. 5 Energie. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie es jetzt weitergeht. Ich hatte einen Plan. Und der Plan sieht wie folgt aus. Raffinerie, eine Karte abgeben plus und 3 Energie abgeben. Bringen wir 3, 1, 2, 3 Metall. Das war die Geschichte. Mhm. Und dann wollte ich das so machen, ich hole mir, das funktioniert nicht, Axt. Wo ist mein Fehler? Lass mich kurz überlegen. Ich hatte eine Idee. Ich mache hier die Geschichte, ich werfe eine Karte ab, und muss Metall. Ein Metall abgeben, kriege wieder 6. Energie? 3, 4, 5. Du saust mit der Energie da rum. Ja, die muss ich gleich wieder abgeben. Und dann aktiviere ich den Golem, gebe 3 Energie ab, kriege einen 3er Würfel, packe den hier oben rein. Dadurch kriege ich halt eben einen für den Würfel. Und jetzt ist es ein Drilling, das heißt, ich kriege noch eine. Das heißt, ich kriege nochmal 2 wieder auf der Hand. Mhm. Ach, ist das aufregend. Was können wir denn noch Schickes machen mit dem 1er Würfel? Nicht so viel, ne? Wir benutzen die Arbeitszeitfirma. Ich gebe Energie ab und würfel einfach nochmal. Na toi toi toi. Oh, hast du ein Glück. So, kann ich da unten irgendwas mitmachen? Nee, kann ich auch nicht mitmachen. Ich packe den mal da rein, hole mir ganz simpel die Geschichte hier und das war's schon. Okay, dann sind wir schon wieder am Ende der Runde. Das heißt, Karten, die wir aktiviert haben, ich lege das mal einmal rüber, kommen wir wieder hin. Startspieler wechselt wieder und wir fangen wieder ganz normal an mit der Marktphase. So, jetzt sind wir einmal kurz unterbrochen worden. Von daher, ich muss mal ganz kurz eben gucken. Ich bin ja dran, das heißt, es geht wieder mit der neuen Marktphase los. Ich habe gar keine Ressourcen mehr, sehe ich gerade, um überhaupt eine Reihe freizuräumen. Ich nehme mir mal das Leuchtfeuer. Wieso gehen? Ja, gehen wir mit deinem Leuchtfeuer. Ja und? Machst du doch auch, wenn du es bekommst. Ganz schlimme Geschichte. Wie war das mit dem Golem und dem Roboter? Ich kann ja gerade nicht folgen. Du kannst mir gerade nicht folgen, ne? Ich weiß, ist schon klar. Ich glaube, gegen welchen Kriege. So, dann nehmen wir mal die Würfel und schauen doch mal. Ah, okay. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht, aber dann sind auch schon wieder 2 Würfel weg. So, ich gebe mal ein Eisen aus, ein Metall, hole mir meinen Roboter. Schon wieder? Ja, wenn ich den schon habe. Ich setze hier mal den Dreierpasch ein. Das heißt, ich bekomme, ich muss mal ganz kurz eben gucken, da hätte ich das und eine Ware. Ich mache das. Ich nehme den hier, das heißt 6 Energie plus 1 sind also insgesamt 7 Energie. Kannst du schon weitermachen? Ich nehme mal ja, ich überlege noch, du machst jetzt mal. Achso, du überlegst noch. 2, 4, 6, 7, das passt schon mal. So, dann brauche ich auf jeden Fall. Ich setze mal hier die 4 ein, das heißt, ich muss 2 Energie abgeben und bekomme dafür ein Metall und eine Ware. Ich gebe mal noch mal eine Ware ab, die ich schon hatte, dann kann ich mir wieder eine Zweierware nehmen, weil ich ja hier eine Ware bekomme. Und, siehst du, da war der Denkfehler. Mit der 1 kann ich mir ja gar kein Metall mehr holen. Das ist aber übel, sprach der Dübel, als er in der Wand verschwand. Für die eine Karte, die ich hier gerne noch geholt hätte. Dann überlege ich jetzt mal. Ich mache einmal die Verbrennungsanlage. Das heißt, ich muss eine Karte abgeben und ich muss Metall abgeben. Und dafür kriege ich 6 Energie. Scotty, die mir ab 6 Energie. Und du denkst ja wahrscheinlich immer noch nach. Ich mache die Geschichte. Ich mache den Replikator. Ich gebe eine Energie ab. Ich kann jetzt meinen Bauplan in der Auslage nutzen. Und zwar nutze ich da den. Da gehe ich mal mit diesen Übrigens 2, 3 rein. Übrigens legt man eigentlich die Würfel auf den Replikator, nicht auf die Karte. Ja, aber wir haben das jetzt die ganze Zeit so gemacht. Und dann muss ich noch 2 Karten abgeben. Mhm. Dafür kriege ich dann 2 Waren. Und dann mache ich die Geschichte hier. Ich gehe auf meine Karte, auf die Aluminiumfabrik mit 2 Sechsen, einem Pasch. Dann muss ich noch 5 Energie abgeben. 2, 3, 4, 5 Energie. Kriege dafür dann einmal 2 Waren und ein Metall. Na, so hast du dir das also vorgestellt. Ich muss sagen, das läuft. So, du kannst noch irgendwas machen. Das sieht ganz gut aus bei dir, wie das läuft.
Ja, ich könnte mir jetzt noch mal hier entweder ein Energy holen, aber ich glaube, ich hole mir noch mal eine Karte. Ich gebe eine Energie ab, nutze meinen Golem, kriege dadurch einen Würfel mit einer 1, packe die hier oben rein, nehme mir eine Karte. Die ist gut. Dann gehe ich doch gleich hier nochmal rein und nehme mir eine Karte. Ich wäre fertig. Du bist fertig, ich bin auch fertig mit den Nerven. Okay. Gut, jetzt erstmal wieder Ressourcen. Hat einer mehr als 12 Ressourcen, dann müsste er abgeben. Metall und Energie zusammen hat keiner. Mehr als 10 Handkarten hat auch keiner. Spielendebedingungen, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten, also noch nicht erreicht. Du hast 2, 4, 6, 8, 10, 12 Aber Waren. genau. 2, 4, 6, 8, 10, okay. Das heißt, die aktuelle Runde wäre jetzt eigentlich noch zu Ende gespielt worden. Christian hat 12 Waren, die aktuelle Runde ist aber zu Ende. Und jetzt kommt noch eine Runde und dann ist das Spiel Genau, vorbei. Startspielerwechsel. Wir spielen auf Sieg. Das geht mir Du mit sehr deinem gut. immer, du spielst auf was spielst du denn sonst, wenn nicht aufs Gewinnen? Das kannst du mir jetzt bitte mal so ein bisschen erklären, auf Das was du ist dann aber sonst spielen echt, würdest. das ist übel. Also ich muss hier nochmal resetten, Ist das alles? Du sagst, es ist wirklich natürlich übel. zurück. Das ist jetzt übel. Ich würde so gerne das hier bauen, aber Ich da würde auch so fehlt mir gerne noch das was. und Da das und fehlt das mir bauen, was. Da fehlt mir aber was. du hast ja hier das Spielende jetzt einfach eingeläutet. Ja, Von ziemlich daher. dämlich eigentlich an der Stelle. Aber egal, ich nehme mal hier die Karte. Du nimmst die Karte. Okay. Obwohl, warte mal, machen wir zurück, bitte, bitte, Nee, nee, bitte, nee, doch, nee, doch, nee, doch. nee, Ich nee, mache nee, die nee, Geschichte hier. nee, Ah, nee, nee, kann ich nee, gar nee, nicht nee, machen. nee, Ich nehme die Karte, nee, ich nehme also die es Karte, ich geht nehme doch die gar Karte. nicht. Bevor du hier irgendwie, ne, dass ich So, ich morsche oder wollte es nämlich so. auch. Ich gebe jetzt hier Ah. das Symbol ab, das Zahnrad, weil ich nämlich den Lohnarbeiter gerne wollte. Das heißt, das bedeutet wieder Würfel zu Beginn der nächsten Arbeiterphase mit zwei zusätzlichen Würfeln. Das heißt, es bekommen zwei zusätzliche Würfel. Und der kostet aber auch noch drei Energy. Das heißt, ich muss auch noch drei Energy abgeben an Kosten. So, ich hatte noch so viel vor. Aber das interessiert ja immer nicht, was man dann noch so alles vorhat, ne? So, jetzt muss die letzte Runde wohl durchdacht werden. Wohl durchdacht werden. Oh, da werde ich einen los. Ich würde so gerne die Karte hier noch bauen. Dafür brauche ich aber das und das und das. Das ist nicht Ich nutze mal den einfach. Golem, ich gebe meine Energie ab, nehme mir einen Einer, pack den Einer da hoch, pack den da hoch, kriege ich drei aufgrund des Paschbonus an Kopfschmingen. Paschbonus. Paschbonus. Oh, es läuft und wie es läuft. So, ich lege Jetzt mal müssen hier wir meinen Einser optimieren. Paschier hin auf die Betonfabrik. Das heißt, zwei gleiche Würfel. Ich muss einmal im Wert eines Würfels entsprechend Metall abgeben, also in dem Fall ein Metall und bekomme dafür zwei Waren. Die nehme ich mir schon mal. Ich nutze hier erstmal die Verbrennungsanlage, das heißt, ich gebe eine Karte ab, ich gebe ein Metall ab und kriege dafür 6 Energy. Und wenn wir dann machen wir auch noch gleich hier die Raffinerie, gebe ich wieder eine Karte ab, muss 3 bezahlen und kriege dafür 3 Metall. Also jetzt haben wir erstmal ein bisschen was an Ressourcen hier. Ich lege mal hier meine beiden Fünferwürfel drauf. Das ist ja die Manufaktur. Da muss ich einen Pasch drauflegen quasi, bekomme eine Ware. Und ich kann mir jetzt entweder zwei Metall, drei Energy oder zwei Karten nehmen. Ich nehme jetzt mal zwei Metall dafür. Ich gebe Metall ab und hole mir einen Roboter. Gedanklich habe ich den hochgeschoben. Gedanklich hast du den hochgeschoben. Gedanklich Wir habe ich können den jetzt auch so machen, hochgeschoben. dass du ihn hochschieben Ja, kannst. geht auch. Ich lege hier mal bei dem Generator den rein, da ist ein Zweierwürfel, dafür bekomme ich zwei Energy. Und dann baue ich hier beim Leuchtfeuer, darf man ja mehr als ein Leuchtfeuer bauen. Ich baue hier mal ein Leuchtfeuer, da muss ich erstmal eine Karte mit einem Spaten oder mit einer Schaufel abgeben. Kostet mich zwei Metall und kostet mich vier Oha. Das Energie. wird eine knappe Kiste. Da müssen wir gegensteuern. So, Das und dann geht ja habe ich alles noch gar die nicht. 6 hier mit der 6. Da Vor der hast du 6 selber habe ich Angst, ne? selber Angst, genau. Weil da kann ich eigentlich nichts Großartiges mehr mitmachen. Gut, ich baue erstmal einen Obelisken. Das kostet mich 3 Metall. Das ist so schade. Und ein Energy. Den kann ich hier draufpacken. Von Obelisken darf man ja mehrere bauen. Nein, du Und dann muss ich nicht. entsprechend noch eine Karte abgeben. Hast Blau. du, die Karte hast du bezahlt Ja, und die alles am Metall Laufen, hast du auch alles am bezahlt, 3 und Laufen. Dann 1. mache ich den Replikator, ich gebe ein Energy ab, nutze eine Karte, die im Markt aussieht, und zwar nämlich die. Das heißt, ich muss hier einen Pasch eigentlich ja Auf den da drauflegen, Replikator aber das legen, machen wir jetzt genau. nicht. Und dann muss ich noch zwei Zwei Karten Karten abgeben und dann abgeben. kriege ich 2 Siegpunkte. Oha. Ja, ich kann leider meine, schade, dass das hier keine Sechserkarte ist, aber ich hätte auch keine Energie mehr. Von daher, ich kann meine 6 tatsächlich, ich setze sie mal hier ein, obwohl es ist eigentlich wurscht, weil Ressourcen bringen am Spielende nichts mehr. Und ich habe meine Würfel eingesetzt, du auch? Nee, nee, noch gar nicht. Wie noch gar nicht? Ich habe die noch Die gar nicht 4 gehören auch eingesetzt. noch dir, oder was? Ja, Die liegen zu nah nein, bei ich habe dir. die zwei habe ich noch nicht.
Jetzt muss nur mal gucken, ob ich noch irgendwie irgendwas machen kann. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Ach, wir versuchen das. Wir versuchen das mal. Ich gehe einmal da rein. Ich nehme noch mal eine Karte. Aber das war ja total dämlich, weil mit einer Karte kann ich mit einer Karte irgendwas machen? Nein, mit einer Karte kannst du gar nichts machen, weil ja die Kosten, die oben drauf sind, dieses Symbol, musst du ja auch in Form einer Karte bezahlen. So, das müssen wir natürlich auch, wenn wir jetzt Gleichstand haben, dann hat Michaela gewonnen, weil sie hat ein Metall, ich habe kein Metall. Das heißt, da muss man, wenn man es auf die Spitze treibt, ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich nutze einmal die Zeitarbeitsfirma, gebe einen ab, würfel nochmal, in der Hoffnung, es ist, jawohl, oh, super. Zack, packen wir da rein, gebe ein Metall, dann sind wir da schon auf der guten Seite. Okay. Gut, dann ist das Spiel vorbei. Das heißt, wir zählen jetzt einmal die Prestigepunkte auf unseren Karten. Da habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Plus das erste Leuchtfeuer bringt 2 Punkte, das zweite bringt 3 Punkte. Also insgesamt auch nochmal 5, sind also zusammen dann 10 Punkte. Ich habe da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, verdammt. Schon mal einen Punkt weniger, ne? Ah, ich habe gewonnen. Ja, rechne weiter. So, dann kommen die Waren. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind also 12. Plus 1 sind 13. Und ich habe da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. So, das heißt, wir haben Endpunktestand. Ich 23 Punkte und du 23 Punkte. Und das jetzt, dieser Gleichstand muss aufgelöst werden. Das heißt, wir schauen, wer hat mehr Metall. Wir haben beide ein Metall. Und dann? Wer hat mehr Energie? Ich habe zwei. Hätten wir da jetzt auch noch einen Gleichstand, hätte man geguckt, wer hat mehr Handkarten. Da wäre dann auch ein Gleichstand gewesen, aber es hat sich ja mit dem Energiewert schon aufgelöst. Von daher hat Christian aufgrund der zwei Energiemarker gewonnen. Okay, herzlichen Glühstrom. Dankeschön. Dann kannst du auch anfangen mit dem Fazit. Nee, fang du mal an. Okay, dann starte ich mal wie so oft mit der Anleitung. Ich finde, die ist sehr gut geschrieben, sehr gut bebildert, wirklich sehr übersichtlich. Also wir sind sehr schnell reingekommen. Ich weiß, wir haben das Spiel ausgepackt und Christian, oh Gott, 16 Seiten. Und dann hat er gelesen und dann kam hier aber auch gleich schon zwischendrin ist schon die Solo-Regel. Also die fängt schon bei Seite 8 und 9 an. Und hier hinten kommt dann ja auch nochmal ein Anhang. Das finde ich auch total toll. Jede einzelne Kartenart ist hier wirklich auch nochmal speziell beschrieben. Das heißt, man kann das alles nochmal nachlesen. Das heißt, wenn man irgendwo unsicher ist, kann man das nochmal nachlesen. Das finde ich auch total klasse. Ansonsten, wir sind wirklich total schnell reingekommen in das Spiel. Was ich auch ganz toll finde hier auf der letzten Seite, ist dann nochmal ein Kurzüberblick. Spielaufbau, Vorbereiten des Marktes und so weiter. Bei einzelnen Karten haben wir am Anfang nochmal nachlesen müssen. Aber ansonsten finde ich, so wie die Karten, die Symbolik ist eindeutig. Das heißt, man weiß hier, ich muss hier einen Viererwürfel einsetzen, ich muss 2 Energie abgeben. Und das, was dann rechts vom Pfeil ist, bekomme ich in dem Fall eine Ware und einen Metallmarker. Also von daher, ich finde von der Symbolik wirklich total gut gemacht. Auch bei diesem Leuchtfeuer haben sie es letztendlich ja einem auch sogar schon alles vorgerechnet, dass sie hier erstmal gesagt haben, das erste Leuchtfeuer bringt zwei Prestigepunkte, das zweite 3, das dritte 4 und so weiter. Und dass sie hinten sogar auch schon zusammengerechnet haben, wie viel man dann insgesamt bekommt, wenn man so und so viel Leuchtfeuer dann hat. Also von daher, sie haben es hier wirklich, finde ich, bei der Symbolik und auch bei der Anleitung und auch mit der Übersicht, ich bin ja mal sehr für Übersichten, wirklich total einfach gemacht, sodass man das neben sich hinlegen kann. Man weiß sofort hier Marktphase und Spielerreihenfolge. Man kann einen Metallmarker oder Energiemarker abgeben, um eine Reihe zu erneuern. Dann, was macht man in der Phase? Was macht man in der Arbeiterphase? Also von daher, ich finde, das haben die wirklich total klasse gemacht. Von daher, der Spieleinstieg war für uns total klasse. Wir sind ganz schnell reingekommen ins Spiel. Und auch vom Spielfluss, finde ich, das läuft, finde ich, total flüssig. Das Einzige, was man ein bisschen bemängeln kann von meiner Seite ist, die Marktphase spielt man ja noch, ich sag mal, in Spielerreihenfolge und die Arbeiterphase spielt man ja gleichzeitig. Das heißt, die ist eigentlich so ein bisschen solitär. Das muss man letztendlich mögen, weil ich mache hier meins, Christian macht seins und wenn man zu dritt und zu viert spielt, die anderen natürlich auch. Von daher ist das natürlich ganz schön gemacht im Hinblick auf die, ich sag mal, Downtime. Weil wenn das immer nacheinander gemacht werden würde, wird sich das Spiel natürlich ganz schön wie Kaugummi in die Länge ziehen können. Und es ist ja auch nicht immer interessant zu gucken, was macht der andere. Wobei, man kann so natürlich nicht sehen, wie ich gerade eben schon sagte, was macht der andere, was hat er gemacht, hat er es richtig gemacht, hat er irgendwo vergessen, eine Karte nach oben zu schieben, als er die genutzt hat, weil da vielleicht keine Würfel drauf platziert werden müssen oder sowas, guckst du nicht so in großen Augen an. Nur so, das klang also, so nach so einem Vorwurf, hat er geschummelt? Das machen würde. Nein, das war einfach nur so eine Feststellung. Also, das ist so ein kleiner, nicht Kritikpunkt, sondern das muss man halt mögen. Der eine sagt halt, ich bekomme gerne mit, was die anderen machen und ich mag jetzt nicht so diese Solitärphasen. Das ist bei diesem Spiel halt so. Aber ich mag das, weil das für mich sonst zu lang wäre. Es ist so teilweise schon so, wenn Christian und ich zusammen spielen, also wir haben es zu zweit und zu dritt gespielt,
Wenn wir es zusammenspielen, war es dann teilweise schon so, dass ich häufig meistens früher fertig war. Christian, ihr habt jetzt ja hier gesehen, ich weiß nicht, wie er es immer gemacht hat. Du hattest immer mehr Gebäude als ich. Immer. Und von daher habe ich meistens dann noch ein bisschen gewartet. Aber das ist jetzt hier nicht so, dass sich die Spielzeit ausdehnt. Also wir haben meistens so zwischen 30 und 40 Minuten gespielt, zu dritten Ticken länger. Ich finde aber, das Spiel funktioniert wirklich super gut zu zweit. Also es ist wirklich ein schönes, kurzweiliges Spiel. Es ist letztendlich, ich sag mal, ein Arbeiter, in dem Fall sind die Würfel die Arbeiter, ein Worker-Placement-Spiel. Man baut sich hier so sein Set zusammen, man muss aufpassen, dass man halt die Gebäude, die man baut, nicht doppelt baut. Dann versucht man halt, ich sag mal, bestimmte Gebäude zu bauen, dass man damit bestimmte Effekte erzielen kann. Ich habe jetzt hier, ihr seht ja hier, viele blaue Gebäude, also viele Gebäude, die halt Waren produzieren, halt gebaut. Es kommt natürlich auch immer drauf an, ihr seht, der Kartenstapel ist recht groß. Man bekommt ja auch nicht immer alle Karten in die Hand, alleine schon dadurch, dass einem natürlich die Mitspieler da was wegnehmen, dass sie dann gar nicht da sind. Man hat Karten auf der Hand und man hat manchmal das Dilemma, oh, eigentlich würde ich beide Karten gerne bauen, aber ich brauche ja immer, wenn ich eine Karte baue, eine andere Karte mit dem Symbol, die ich abwerfen muss. Von daher habe ich häufig die Entscheidung, die ich treffen muss, welche Karte möchte ich ausspielen und welche muss ich dafür abwerfen. Und die bin ich dann ja auch erstmal los. Übrigens, wenn hier der Nachziehstapel mal leer wäre, der oder der, würden die entsprechenden Ablagestapel gemischt und dann hätte man einen neuen Nachziehstapel. Also von daher, ich finde es so vom Spielfluss ist es total schön, weil man hat eigentlich immer was zu tun, bis auf, wie gesagt, wenn man hier letztendlich in der Arbeiterphase fertig ist, sondern wartet, bis die anderen Spieler fertig sind. Aber das war jetzt für mich gefühlt nicht zu lang. Und für mich war das Spiel auch immer sehr abwechslungsreich. Wir hatten auch in Spielen zum Beispiel, dass viele von diesen Obelisken vielleicht manchmal kamen, dann auch die Megalithen, die haben wir auch schon mal gebaut, weil dieser Megalith, der ist ja recht teuer zum Bauen, aber der reduziert sich ja in den Kosten. Je mehr Monumente du schon gebaut hast, da reduzieren sich dann ja die Eisenkosten. Das ist dann auch manchmal so eine Strategie, wenn man sieht, oh, ein Obelisk, dann baue ich den vielleicht, möchte ich vielleicht Megalithen bauen, dann baue ich aber zuerst die Monumente vor, damit die Kosten für den Megalithen dann billiger sind. Der brachte, glaube ich, auch recht viele Drei. Siegpunkte, ne? Drei, ne? Das war recht mächtig, ne? Und diese Leuchtfeuer sind natürlich auch sehr interessant, weil wenn man dann nachher schon alle vier hätte, würde man insgesamt 14 Siegpunkte bekommen. Von daher macht manchmal auch so dieses Reihe hier, ich sag mal, abräumen, wenn man sieht, da liegen vielleicht Gebäude, die dem anderen Spieler vielleicht helfen können, weil er jetzt gerade dann Startspieler ist in der nächsten Runde und gerade vielleicht so ein Gebäude sich nehmen könnte, was ihn weiterbringen könnte, macht vielleicht Sinn, wobei ich es dann in dem Moment ja auch gar nicht machen kann, weil der Startspieler dann in dem Moment ja anfängt letztendlich. Und diese Unternehmer sind natürlich auch nett. Da muss man sich natürlich immer überlegen, auch da muss ich ja erstmal wieder eine Karte schweren Herzens ablegen, die ich vielleicht selber noch Die gerne auch hätte, passen muss hier. die auch passen muss. Genau, man muss das Symbol haben, um sich dann hier zusätzliche Würfel zu besorgen. Ich fand so, diese Karten waren so ein bisschen schmerzlich, wo man selber was bekam, aber ein anderer Spieler dann auch was Das ist bekommt. ziemlich Das ist, egoistisch, das ist echt ja, man will ja bei dem unkooperativ. Spiel gewinnen. Ich möchte ja nicht anderen was Gutes tun, sondern ich möchte ja letztendlich dann. Das war so ein bisschen schmerzlich, wo ich manchmal überlegt habe, aber wo man dann natürlich, wenn man jetzt sagt, ich brauche unbedingt Eisen bzw. Metall und ich weiß ja gar nicht, was ich würfel, weil ich kann mir das ja nur bei einer bestimmten Würfelzahl holen. Es sei denn, ich habe vielleicht noch. Wie hieß denn diese eine Fabrik? Die habe ich auch immer ganz gerne gehabt, wo man sich dann, oder hier genau, die habe ich ja mit dem Pasch, dann vielleicht auch nochmal zwei Metall dann holen kann. Oder hier genau, die Hauptader, da fanden wir es auch ein bisschen komisch, sieht wie ein Space Shuttle aus, was da gleich im Boden Ja, reinrammen vielleicht ist das soll, ist ne? der Bohrer dann, mittlerweile. Ich glaube, Meinst damit du? bohren sie sich in den Boden rein. Okay, ich habe da keine Ahnung von, aber hier zum Aber Beispiel, gerne. die ist halt auch sehr schön, die Karte, weil man hier halt bei einer 1, 2 oder 3, wenn man die da drauf legt, bekommt man auf jeden Fall ein Metall. Das heißt, man nicht nur bei einer 4, 5 oder 6. Und bei einer 4, 5 oder 6, wenn ich die hier drauf lege, würde ich sogar zwei Metall bekommen. Insofern, ich finde schon so von den Karten, die man hat, ist es immer sehr abwechslungsreich. Das Spiel verläuft irgendwie immer anders. Es ist wirklich schön kurzweilig. Man kommt sehr schnell rein in das Spielprinzip. Es ist jetzt nichts Großartiges Neues, aber ich muss sagen, für mich, mir macht das Spiel viel Spaß, denn ich mag das hier, dass jedes Mal wieder gucken, was habe ich für eine Kartenhand, welche Karte möchte ich davon ausspielen, welche muss ich dafür aber ablegen, was habe ich hier für eine Auslage, gehe ich auch mal auf den Unternehmer und lege Schmerzen oder schweren Herzens dann auch wieder eine Karte ab, muss vielleicht noch Energie bezahlen. Wie manage ich das am besten? Weil es gibt ja auch noch so Produktionsgebäude, diese, ich sag mal, gelben, mit denen man dann ja Metall oder auch Energie managen kann. Und das ist natürlich teilweise auch Glück, wenn diese Karten, ich sag mal, in dem Moment hochkommen, wo der andere sie sich nehmen kann, man selber aber nicht, dann ist sie weg.
Gut, dann könnte ich, wenn ich ja im Zug bin, hier die Reihe einmal auswechseln. Dafür muss ich dann aber wieder eine Ressource bezahlen und dann vielleicht Glück haben, dass hier neue Karten aufgedeckt werden. Also von daher, ich finde, das ist schon so sehr variabel, das Spiel. Und man, je nachdem, wie die Karten dann kommen und wie die hier auftauchen und welche Karten man dann vielleicht auch noch bekommt, weil sie einem die anderen nicht weggenommen haben. Von daher ist es immer irgendwie abwechslungsreich. Und ich mag halt auch, gerade zu zweit haben wir so zwischen 30 und 40 Minuten gespielt. Und du hast ja auch schon gesagt, das war gefühlt immer eigentlich viel zu kurz. Man möchte noch so viel machen. Gefühlt war es auch immer so, dass du das Spielende eingeleitet hast, meistens mit den 10 Gebäuden. Jetzt war es ja mit den 12 Waren. Also von daher, es funktioniert und es macht mir Spaß und hat für mich einen hohen Wiederspielreiz. Spiele ich gerne jederzeit wieder und bekomme von mir 7,5 Punkte. Ist für mich ein gutes Spiel. Jo, da gibt es von meiner Seite aus gar nicht mehr so viel dazu zu sagen oder zu ergänzen. Illustrationen sind, ich möchte mal sagen, reduziert und zweckdienlich. Also ich finde es eben sehr lustig, dass diese ganzen Figuren halt eben kein echtes Gesicht haben. Also sie hat zwar eine Brille, aber der hat keine Nase, keine Augen, keinen Mund. Der hat einen Stimmt, der hat Schnurrbart. mein Das Bart, finde ja. ich, irgendwie mag ich das, muss ich echt sagen. Und auch hier so die Illustrationen auf den Karten. Wirklich sehr reduziert, aber wie Ist ja gesagt, auch sehr kastenförmig zweckdienlich. irgendwie so, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, wie man diesen Malstil nennt. Das ist Das ja ist ein irgendwie alles sehr Kubismus, nennt sich sowas. Kubismus. Ah, Also so, okay. es geht in die Richtung von Kubismus. Nur Ah, so, okay. egal. Ja, und ich habe dieses Mal jetzt bei diesem Vorführspiel, sage ich einfach mal, wirklich Effekt. so konträr zu dem gespielt, wie ich das sonst eher spiele. Also jetzt gleich am Anfang halt eben volles Risiko, Karte abgeben, den Infiltrator, den Investor nehmen und dann eben eine Karte ziehen und Ja, gucken, da hast du was ist aber da. wirklich auch Und sehr der Glück erste gehabt. natürlich dann gleich Megalith. so Megalith Rums, Ja. das hat natürlich gleich in der Kasse geklingelt, das war Ja. sehr schön. Und ich habe es eben auch dieses, so dieser Replikator, dass man hier aus dem Markt eben irgendwas nimmt, das passte einfach, weil ich hatte hier eben diese schöne Reihe hier, ich gebe eine Karte ab, ich gebe Eisen ab, kriege 6 Energie, die 6 Energie investiere ich hier wieder, kriege 3. Dadurch konnte ich halt eben relativ viele Materialien, Ressourcen halt eben generieren, halt eben immer zu Lasten von den Karten, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber dafür hatte ich ja den Golem. Und wenn ich jetzt so einen Einser hatte und dann gebe ich ihm 1 Energie aus, ein einer Würfel dazu, zack, wenn ich die hier platziere, kriege ich sofort wieder 3 Karten auf die Hand. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Aber ich finde, was man trotzdem gesehen hat, das Spiel ist trotzdem irgendwo ausgewogen, ne? Total, Weil das ich ist ja habe auch ein ja, Siegpunkt, du ne? hast ja hier total, nee, aber du hast ja viel auf die Produktionsgebäude, hier auf die gelben Ja. und hier auch noch auf die, wo du deine Arbeiter trainieren kannst und so weiter und Spezialkarten. Und ich bin ja mehr auf Siegpunkte gegangen und trotzdem waren wir sehr nah beieinander. Es war jetzt nicht so, dass es da auseinanderklaffte, Wobei wenn ich einer mehr das. Siegpunkte gemacht habe, als du wegen dem blöden Leuchtfeuer. Ich habe den nicht schnell genug geschaltet. Ja, aber das konntest du mir auch nicht wegnehmen, weil das Nee, lag hier ja gerade, als ich genau, Startspieler das war war. es Nee, sonst. aber ich meine, trotzdem ist es da irgendwo trotzdem ausgewogen, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass du jetzt, obwohl du so viele Karten mehr hattest, und man hat ja gesehen, was du teilweise für Kettenzüge machen konntest. Du konntest auch das machen und das Ja, machen eben und das deshalb, machen. ja. Und ich war schon lange fertig, aber trotzdem ist das Spiel irgendwo ausgewogen. Es war nicht so, dass du deswegen weggeprescht Nee, bist. überhaupt nicht. Und das ist auch so dieses Schöne, das ist halt eben so ein Optimierungsspiel und so ein, ja, im Prinzip Kausalspiel, dass man eben guckt, so ich mache den Schritt, dann mache ich den Schritt, dann mache ich den Schritt. Ist das Ergebnis, was ich durch diese einzelnen Schritte erziele, wirklich das Optimum, Was kann um ich mit dahin den? zu gehen, was will ich denn überhaupt machen? Habe ich eine interessante Karte auf der Hand? Will ich die bauen? Welche Ressourcen brauche ich? Wie komme ich an die Ressourcen am sinnvollsten ran, am minimalistischsten ran, in Anführungszeichen? Und das ist echt total cool gelöst. Dazu eben wirklich viel Auswahl bei den Karten. Wie gesagt, die meisten Karten sind eben zweimal im Spiel drin, aber es gibt so jede einzelne Karte ist wirklich, es gibt sehr viele einzelne Arten, sage ich jetzt einfach Verschiedene mal. Genau, Karten. so viele haben wir jetzt ja noch gar nicht ausgespielt, weil wir eben abgeschmissen haben. Und da kann man wirklich extrem unterschiedliche Strategien fahren, was aber jedes Mal Spaß macht. Und eben diese Spielzeit, also es ist wirklich so, ach verdammt, ich habe jetzt hier schon wieder 10 Gebäude gebaut, Spiel ist zu Ende, wir spielen noch eine Runde, ich hätte gerne noch ein bisschen länger gespielt. Und das ist so ein Aspekt beim Spiel, was einfach zeigt, dass es gut ist. Also wenn man wirklich länger spielen muss, obwohl es eben jetzt Möchte, schon länger spielen möchte, nicht länger spielen muss. möchte und nicht mehr länger spielen darf, genau so ist es. Und das macht total viel Spaß, auch das, dieses Platzieren hier von den Würfeln. Und da kommen wir wieder zu meinem alten Problem. Würfelspiel, ja, natürlich, es ist Glück vorhanden, aber ich kann ja die Würfel extrem streuen. Und zwar jetzt hier 1, 2, 3, alles klar, hier 4, 5, 6, alles klar, hier oben kann ich alles reinpacken. Das ist ja schon mal das Und dann eine, kannst wo du ja ich hier eben noch, agieren und ein bisschen verteilen kann. Und über die Karten, die ich eventuell habe, kann ich ja noch ein bisschen mehr machen. Irgendwie ein paar Schier einsetzen, hier halt eben was Oder abgeben, sortieren, nochmal ne? neu würfeln oder. Da Dass man gibt es eine so eine ja. Karte hast, so eine 4 oder eine 6 oder Genau, sowas also es gibt einsetzen eben kannst. diverse Karten, wo man eben so das Glück so ein bisschen reduzieren kann, weil man einfach mehr Auswahlmöglichkeiten hat, wo man die gewürfelten Würfel dann platzieren kann. Also das, deshalb, also das Glücks
Moment ist da, ja, natürlich. Gerade so, ich würfel nochmal neu. Oh, bitte lass es die und die Zahl sein, damit ich einen Pasch oder einen Trilling kriege, um den Effekt zu steigern. Aber das macht auch ein bisschen den Reiz aus und es ist nicht so dominant, dass das Spiel oder der Sieg bei dem Spiel wirklich von den Würfelergebnissen so stark abhängt. Nein, also gefühlt jedenfalls nicht, definitiv nicht. Und wir haben zig Partien gespielt und das war einfach so, ich würfel, alles klar, das ist meine Auswahl und jetzt verteile ich die irgendwo. Mhm. Das war nie so, oh verdammt, ich wollte doch zwei Sechsen würfeln, um den und den Effekt zu haben. Das eigentlich weniger, also bei mir jedenfalls nicht. Von daher, es ist ein Würfelspiel, ja, oder es ist ein Teil des Spiels ist mit Würfeln, aber ich finde das Glückselement trotzdem sehr überschaubar. Mhm. Ist die Frage, ob du sagtest ja schon, das ist ein Optimierungsspiel, weil eigentlich, guck mal, ich habe die Würfel und was kann ich jetzt damit am besten machen, weil wenn ich jetzt den Würfel da einsetze, bekomme ich das, dann kann ich das wiederum da nutzen, das wiederum da. Ist die Frage, ob man das, wenn man das mit richtigen Grüblern, haben wir es noch nicht gespielt, aber dadurch, dass man halt diese Arbeiterphase gleichzeitig macht. Eben, das nimmt schon ein bisschen Downtime raus, genau. Und ich sag mal, so viel grübeln kann man gar nicht, weil die Auslage ist ja auch beschränkt. Also ich habe meine 10 Karten, dann ist das Spielende eh eingeleitet. Mhm. Und viele Karten haben halt eben einen Effekt und das ist es. Also jetzt zum Beispiel Obelisk hat gar keinen Effekt. Mhm. Ich baue den, der bringt mir nachher Prestigepunkte, Strich Siegpunkte und das ist es. Also von daher, ich glaube auch mit Grüblern, klar, Downtime wird dann für die anderen eventuell, oder wird dann sehr wahrscheinlich länger werden, aber trotzdem überschaubar. Mhm. Und da stelle ich mal. Also wie gesagt, wir haben es mit Grübler noch nicht gespielt. Möchte ich auch gar nicht. Egal. Und ich finde es eben auch, es ist schnell erklärt. Wir sind schnell reingekommen in das Spiel. Ich finde diesen Effekt, ich mache einen Pasch. Ich kriege in Ressource, in irgendeiner Art und Weise Karte oder halt eben Ressource mehr. Ich habe einen Trilling, ich kriege noch einen mehr. Das finde ich auch einen schönen Effekt dabei. Und es steht ja wirklich alles überall. Genau, es ist wirklich, und auch dieses mit hinten, also wenn wir das jetzt irgendwann ein halbes Jahr nicht gespielt haben, wir dadurch, dass wir es jetzt schon mal gespielt haben, wir gucken uns hinten die Kurzübersicht an, bumm, alles klar, wir sind wieder im Spiel, unterstelle ich jetzt mal. Und das sind wirklich total viele gute Aspekte bei dem Spiel. Was Michaela sagte, diese Solitärphase, diese Arbeiterphase, wo ich eben hier sitze und ein bisschen grüble, ja, das macht jeder für sich, das ist so. Das muss man mögen, oder man muss es nicht mögen. Da ist an der Stelle auch nicht so viel Interaktion eigentlich. Mhm. Interaktion halt eben, wenn, aber, also in dieser Marktphase schmeiße ich irgendwas raus, um jemand anders zu schaden, nehme ich ihm irgendwie eine Karte weg, wenn ich es denn kann, weil ich denke, er kann sie brauchen. Das kann mal eine Überlegung sein, aber man spielt schon ein bisschen nebeneinander her und versucht einfach sein eigenes Set im Prinzip einfach zu optimieren an der Stelle. Macht mir aber total viel Spaß. Es gibt auch schon ein paar Erweiterungen, habe ich glaube ich gesagt. Zwei Erweiterungen, aber so wie ich gesehen habe, die sind momentan, also wo ich mal geguckt habe, waren die erst wieder im Dezember erhältlich. Gerade die größere Erweiterung. Es gab eine, die kostete so irgendwie 25 Euro, die andere meine ich so um 17 Euro. Ja. Ich habe noch nicht genau angeguckt, was dahinter steckt und ich glaube auch, selbst dieses Spiel ist momentan nicht mehr so ganz gut erhältlich. Okay. Also von daher, wir sind ja nicht so, ich sag mal, Erweiterungsfans, aber da wir... Bei dem Ding würde ich echt sagen, da könnte man mal nachdenken, sich eine Erweiterung zu holen und das ist natürlich wirklich ein... Ein großes Pro dafür und ich gehe sogar einen Ticken höher als Michaela, ich gebe dem Spiel 8,5 Punkte. Okay, gut, das war dann unsere Review zu dem Spiel Fantastic Factories. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Unterstützt uns gerne, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss!